dass wir eine kleine rote Wand installieren können da im Leimbach-Stadion. Ich erinnere an den letzten Aufstieg im Viktoria-Stadion Hörnberg. Und wäre wieder schön, wenn wir sowas erleben dürfen. Und deswegen... Heute auch gerade das Spiel, Doppeltorschütze. Ich denke, Tore zu schießen ist nicht so wichtig. Wichtiger ist, dass wir gewinnen. Und wenn ich der Mannschaft helfen kann mit Toren oder Vorlagen, kommt dasselbe bei raus. Du bist jetzt Neuzugang in der letztjährigen Sommerpause quasi, gehst diesen Weg jetzt der Sportfreundin in der Oberliga mit. Inwiefern würdest du sagen, haben dich die letzten Monate in Siegen auch weitergebracht und inwiefern glaubst du auch das Teamgefüge im Moment und inwiefern bist du auch sehr zufrieden mit dem Weg, den man im Moment in Siegen geht? Ich denke, das sieht jeder auch von draußen oder so, jeder, der mit der Mannschaft zu tun hat, das einfach passt in der Mannschaft. Jeder zieht mit. Feldübergewicht zu bekommen. Ich denke, das ist uns größtenteils auch gut gelungen, um dann auch Druck nach vorne auszuüben und über unsere schnellen Stürmer und Außenspieler Richtung Tor zu kommen. Und darauf kam es auch gerade an, die zweiten Bälle eben, weil wir viel mit langen Bällen operiert haben. Aus deiner Sicht? Ja gut, jetzt so kurz nach dem Spiel ist schwer, das müssen wir nochmal analysieren. Und auf dem Video uns dann nochmal angucken, aber... Ja gut, ist immer ärgerlich, wenn wir zwei Gegentore bekommen. Jetzt besonders das kurze Schluss. Joost, raus, nochmal Komenda, Marco Komenda, 1-0. Der Torschütze Abdelhamid Sabiri. Die erste richtige Chance der Gastgeber, das erste Tor, sowas nennt man effektiv. Die Wiederholung zeigt... Lippstadts Torwart West. Ballverlust Lippstadt. Die Sportfreunde profitieren mit Marc C. Der bekommt den Ball zurück. Sieht Komenda. Marco Komenda jagt den Ball ans Aluminium. Und zur Stelle ist wieder Sabiri. Abdelhamid Sabiri mit einem Doppelpack. Nochmal aus der Pers Dominik Poremba. Das 2-0, also wiederum vorbereitet von Komenda, vollendet von Sabiri, von den beiden Jungs also, die aus Mitte und wieder Komenda und wieder Sabiri, der macht das prima und dann hat er das Auge für den freien Mann und das ist diesmal Björn Joost. Ein weiterer Jungspund also. Das 1-0 hat er ja mit vorbereitet. Das 3-0 macht er nun selbst. Torwart hat den Ball falsch eingeschätzt und jemand trifft in die richtige Ecke. Und hier direkt Antwort von Sportfreunde Siegen. In der 22. Minute direkt von Abdelhamid. Sein Kopfball.